So, hallo zusammen. Ja, ich wurde ja auch zu dem Reiter-Tag getaggt und jetzt fange ich einfach mal mit meinem Video an. Englisch. Ich reite seit 2001, also seit ich 11 bin. Ich habe relativ spät angefangen im Vergleich zu den meisten Kindern, aber nun ja. Ja, meine Reitsachen kaufe ich meistens übers Internet, also alle möglichen bekannten Läden, Löstau, Krämer, Equiva, auch viel bei eBay. Ansonsten gucke ich halt einfach mal so im Internet rum, je nachdem, wie viel Zeit ich manchmal so habe. Ja, wie gesagt, je mehr Zeit ich habe, desto mehr Sachen kaufe ich auch. Ich habe ein eigenes Pferd. Ich habe Emmy jetzt knapp 2,5 Jahre, also ich habe sie im Oktober 2011 gekauft, also jetzt im Oktober 3 Jahre. Ja, bin ich. Also dieses Jahr mein allererstes Turnier. Es war auch das erste für Amy und fürs erste Mal war es ganz okay. Ich würde gerne öfters Turniere gehen, aber wie gesagt, ich bin mehr der Freizeitreiter, aber sobald es sich halt mal ergibt und mich jemand fährt, würde ich natürlich nochmal auf eins gehen. Ja, da kann ich mich eigentlich nicht für eins entscheiden. Also ich gehe natürlich furchtbar gerne ausreiten, aber jetzt nur im Gelände rumtuckern wäre mir auf Dauer zu langweilig. Also ich brauche schon Platz, um darauf noch ein bisschen zu arbeiten. Mal eine Runde springen, zur Bodenarbeit, ja, all sowas. Ja, Dressur und Springen und halt Bodenarbeit mit dem Pferd knuddeln, faul rumliegen, es lieb haben, solche Dinge. Also Western habe ich so überhaupt keinen Bezug zu, ich würde es vielleicht gerne mal ausprobieren, aber ich glaube nicht so, dass das mein Ding ist. Nein, ich könnte mir kein Leben ohne Pferde und Ponys vorstellen, also das Reiten gehört einfach dazu. Ich meine, den größten Teil meines freizeitlichen Lebens verbringe ich am Stall, wenn ich jetzt nicht arbeiten bin oder in der Uni, bin ich halt am Stall und wenn das wegfallen würde, nein. Pony. Also ich meine, hin und wieder fände ich es auch mal cool, ein großes Pferd zu reiten, aber Ponys haben irgendwie, weiß ich, nicht mehr Charakter und ich mag Ponys einfach lieber. Kleine, knuddelige, freche, süße Ponys. Funktional gesehen natürlich lieber gemacht und sind schnell dran, erfüllen auch ihren Zweck, aber so für Fotos finde ich sie in Bandagen schöner aus, weil das dann gleichmäßiger ist in den Vordern, an den Hinterbeinen als Gamaschen, weil das ist nicht vorne so lang und hinten so kurz, das finde ich irgendwie nicht so schick. Reiten gelernt habe ich auf einem Westernhof, da meine Eltern mich damals nach ganz viel Rumgejammer angemeldet zu Reiterferien. Das war aber allerdings ein bisschen chaotisch. Nach 3 Longsen-Stunden wurde ich schon für gut genug befunden, auf ein Pferd gesetzt und musste da meine Runden drehen mit mäßigem Erfolg. Aber ja, jeder fängt mal klein an und ich habe dann ja auch meine Wege gefunden. Meine Lieblingsfellfarbe ist schwarz oder weiß. Also ein brauner ging vielleicht auch noch. Also ich wollte halt nie einen Huffy haben. Aber wo die Liebe hinfällt. Ja, Lieblingsrasse habe ich eigentlich gar nicht. Ich meine, es kommt immer auf den Charakter des Pferdes an und ich glaube, man kann im Endeffekt, findet man dann halt das Pferd, was zu einem passt. Ich glaube nicht, dass man sich da auf eine Rasse festlegen kann. So allgemein finde ich, sehen natürlich Friesen immer ganz nett aus, weil die ihre Beinchen ja heben im Vergleich zu einem kugelrunden Huffy. Aber so eine richtige Lieblingsrasse, habe ich eigentlich gar nicht. Ja, ganz klar, Amy. So, und da ich jetzt fertig bin, muss ich zum Schluss ja noch jemanden taggen. Und ich tagge zum einen die Karina von Baloo und die Vanessa von Ginger. Ja, ich freue mich auf eure Videos. Viel Spaß!